Guten Abend, hier ist die Iris Heinen. Dann starten wir doch jetzt. Ich begrüße Sie im Namen von WH Self Invest zu dem heutigen Webinar. Wir sprechen über multidimensionale Diversifikation mit Markteffekten. Und Sie dürfen sich auf einen sehr interessanten und spannenden Vortrag freuen mit unserem Gast Michael Martens. Aber der dauert noch einen kleinen Moment. Ich würde gerne Ihnen. Möglicherweise sind einige dabei, die noch nie bei WH Self Invest waren oder auch ein Webinar mit WH Self Invest besucht haben. Und da würde ich Ihnen schon ganz gern zwei Sätze zu sagen, wo Sie da gelandet sind. WH Self Invest, ein renommierter europäischer Online-Broker, seit fast 25 Jahren machen wir Aktienhandel, sind ein ausgemachter Experte im Futures- und CFD-Handel. Und ja, bemühen uns mehr als redlich seit ja, genau diesen 25 Jahren immer ein breites Spektrum anzubieten. Verschiedene Produkte, verschiedene Plattformen, immer die besten Rahmenbedingungen, dass unsere aktiven Trader auch ihre eigenen Ansätze, Trading-Ansätze und Strategie optimal umsetzen können. Das ist so die Philosophie von WH Self Invest. Wir haben aber auch vor, naja, jetzt sind es fast 4 Jahre her, auf ja, verschiedene Rufe aus unserem Kundenstamm gehört, die auch danach gefragt haben, ob wir etwas für die eher passiveren Anleger, für Investoren, die wenig Zeit haben oder auch ne, nichts tun wollen, aber gerne an den Märkten mitwirken möchten, ob wir nicht da aus unserem, sagen wir mal, Erfahrungsschatz und mit unseren Möglichkeiten etwas anbieten können. Und es war tatsächlich die Frage nach einer weiteren Diversifikation. Wir haben ja auch, wir haben noch verschiedene Angebote, auf die ich heute gar nicht eingehen kann. Aber wir haben im Sinne der Diversifikation dann in 2020 eine eigene Marke ins Leben gerufen, Investui. Hier handeln wir ein Portfolio von 4 Trading-Strategien basierend auf Markteffekte. Das sind saisonale Effekte, die man als Ergänzung zu einem eigenen Portfolio nutzen kann. Das machen wir jetzt genau seit 4 Jahren und das kommt sehr gut an. Aus den unterschiedlichsten Kreisen von Investoren, die finden zu uns und nutzen Investui als Ergänzung zu einem beispielsweise Buy-and-Hold-Strategien, aber auch zu ihren eigenen Trading-Ansätzen. Es ist eine Diversifikation, die von verschiedenen Seiten gewünscht wird. Und Sie merken schon, das Thema Diversifikation und Markteffekte, das ist tatsächlich das Kernthema heute. Sie werden wahrscheinlich heute Nacht von Diversifikation träumen, weil es so oft fällt. Und das Thema wird dann nachher nochmal durch den Michael dann auch auf die Spitze getrieben mit der multidimensionalen Diversifikation und den damit in Verbindung stehenden Markteffekten. Ich würde Sie aber ganz gerne, bevor wir da einsteigen, abholen und Ihnen ganz kurz auch nochmal sagen, was sind überhaupt Markteffekte? Weil das ist jetzt der Schnittpunkt oder die Schnittmenge zwischen dem Vortrag auch von dem Michael und ja, von mir. Am Ende stelle ich auch nochmal ganz kurz Investui in einer sehr kompakten Variante vor. Es sind nur ein paar Folien, aber und dann wissen Sie tatsächlich, was wir mit den Markteffekten in unserem Portfolio so treiben. Also Markteffekte an sich, das sind keine Erfindungen, die wir machen mussten. Wir haben das große Glück gehabt, wir konnten auf etwas Bestehendem aufsetzen, und zwar etwas, was schon seit Jahrzehnten und zum Teil sogar seit Jahrhunderten besteht. Es sind sogenannte saisonale Effekte, saisonale Marktmuster, wiederkehrende Preismuster an den Kapitalmärkten, Rhythmen. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Begrifflichkeiten, die ein und dasselbe meinen, dass Kurs und Kalender zu bestimmten Zeiten in einer Korrelation zueinander sind. Und das hat oftmals einen fundamentalen Hintergrund, einen Basiseffekt, warum das so ist. Und das hat wirklich seit, ich sage es wirklich, seit vielen Jahrzehnten und wie gesagt, auch Jahrhunderten, der Monatsendeffekt geht noch weit, weit zurück. Hat das die Wissenschaft fasziniert. Und da wollte man immer genau herausfinden, was ist denn eigentlich jetzt tatsächlich der Hintergrund, dass diese Korrelation von Kurs und Kalender immer wieder stattfindet. Es gibt Studien dazu noch und nöcher. Es gibt aber auch eine fundierte Datenbasis, sehr ausgiebige statistische Belege. Das ist das
belegt, dass die Existenz da ist, dieser saisonalen Markteffekte. Aber nicht nur das, sondern auch die Verwendung von saisonalen Markteffekten wird gezeigt durch professionelle Anleger, die sehr häufig diese in ihrem Portfolio auch nutzen, zu bestimmten Zeiten mit einem bestimmten Timing ihr eigenes Portfolio nochmal so eine Rendite-Schub zu geben. Ich habe ein Beispiel genannt hier auf den Folien, Sell in May and Go Away. Aber es gibt auch beispielsweise, dass das Öl im Herbst, wenn es zu den kälteren Jahreszeiten hingeht, auch steigt. Das haben wir alle vor kurzem erst erlebt. So gibt es tatsächlich jede Menge an Markteffekten, die auch oftmals wirklich sehr klingende Namen haben. Und die zu handeln, sind auch ein Mehrwert für private Anleger. Oftmals haben die aber keinen Zugriff auf die Märkte, weil das können Indizes sein, Rohstoffe, Aktien. Da haben sie noch am ehesten Zugriff. Aber es gibt oftmals für viele Privatanleger gar keine Möglichkeit, die darunterliegenden Instrumente, Finanzinstrumente zu handeln. Oder sie haben keine Möglichkeit, die Strategien zu nutzen, weil das sind zum Teil Profi-Strategien oder sie kennen diese Strategien nicht. Wir sind der Meinung von Investui, dass private Anleger diese Markteffekte doch sehr einfach nutzen können und dass sie einen Mehrwert bedeuten als taktische Position. Darauf wird der Michael nachher auch nochmal eingehen, zu dem allgemeinen strategischen Portfolio, was man hat, eine Buy-and-Hold-Strategie. Man kann, der Privatanleger kann da jährliche, man kann monatliche, wöchentliche Markteffekte nutzen, also auch von der Periodik her gibt es da ganz unterschiedliche Ansätze. Das Schwierige an diesen saisonalen Markteffekten ist eigentlich, dass man sie regelmäßig handelt. Also es ist unstrittig, dass es sie gibt. Also da gibt es nur wenige Diskussionen. Man mag sie oder man mag sie nicht, aber dass es sie nicht gäbe, es wird schwierig, das wegzudiskutieren bei all den Belegen. Aber die Herausforderung bei den saisonalen Markteffekten ist, dass man sie regelmäßig handelt, weil es sind statistische Effekte, die treten auf, treten mal nicht auf oder mal nicht so stark auf. Man muss diese Rhythmen regelmäßig über die Zeit handeln. So zumindest ist das unser Standpunkt bei Investui. Und daraus haben wir dann auch gesagt, die Umsetzung macht's bei der Verwendung der Markteffekte und haben daraus ein Portfolio geschnitten mit 4 ausgewählten Markteffekten und handeln das seit 2 Jahren mit mehreren echten Musterdepots. In unserem Futures-Musterdepot haben wir über die 2 Jahre jetzt über 50% erreicht im Jahr 2021. Diese 17,4 sind auch ganz frische Zahlen von dem Musterdepot Futures aus dem letzten Jahr. Also man sieht, dass die letzten beiden Jahre durchaus sehr erfolgreich waren, wenn man das Ganze regelmäßig handelt, wenn man es als verwaltetes Konto gehandelt hat. Dann ist die Chance, dass es ein langfristiger Erfolg ist, in diesem Portfolio gegeben. Ich komme nachher nochmal dazu. Das war jetzt nur so ein kleiner Teaser, dass Sie auch bis zum Schluss warten, wenn ich dazu noch ein paar Sätze erzähle. Jetzt würde ich gerne überleiten zu unserem Gast, der das Thema der Diversifikation und von den Markteffekten nochmal vertieft und nochmal seinen Ansatz dazu zeigen wird. Michael A. Martens, ich darf dich wirklich gerne recht herzlich zur heutigen Webinar begrüßen. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich. Kurzer Test, natürlich funktioniert der Ton. Ja, er funktioniert. Also wir können dich sehr gut hören, wir können dich auch sehen. Michael, jetzt bist du ja schon seit 20 Jahren an der Börse und bist als Investor und Marktanalyst, hast du ja schon einiges gesehen und erlebt. Und wer deine Internetseite kennt oder deine Marke auch marktgedanken.de, du wirst es sicherlich nachher die Seite mal zeigen, da stellst du ja eine Reihe von Möglichkeiten vor, wie man ein Depot zusammenstellt. Und wird das heute dein Thema sein? Teilweise. Ja. Also auf der Marktgedankenseite gibt es ja, sagen wir mal, grundsätzlich die Alphabet-Strategie und das ABC-Modell, was wir ja im November im letzten Webinar zusammen schon mal vorgestellt hatten. Und heute geht es nochmal
expliziter um den Pfad Diversifikation, also quasi das D im Alphabet. Und nochmal die Darstellung, wie kann man einfach ein Portfolio aufbauen und das eben gegebenenfalls nachher durch Markteffekte dann nochmal ein bisschen boostern. Das Thema der Diversifikation, begleitet dich das schon über die 20 Jahre oder bist du da irgendwann, gab es da so ein Aha-Moment, wo du gesagt hast, Diversifikation ist einfach ein wesentlicher Erfolgsfaktor? Ja, also ich habe mal angefangen, früher Einzelaktien zu kaufen als Investment, dann getradet, Optionsscheine, Turbozertifikate, CFDs und habe halt in den letzten Jahren mehr und mehr quasi Investmentportfolios für mich entwickelt, geguckt, was die anderen so machen, also der norwegische Staatsfonds, Redaljo, was es da so gibt, Arevo-Fonds. Und dann mal quasi explizit rausgefunden, wo überschneiden die sich? Wie kann man das vielleicht für den normalen Privatanleger nochmal zusammenfassen? Und daraus ist halt diese ABC-Strategie entstanden. Okay. Und teilst du mit mir die Meinung, dass Diversifikation eigentlich gerade aktuell ein wichtiges Mittel ist, wenn es um Finanzen geht? Also Inflation über 5%, Negativzinsen, Aktienmärkten oben, Immobilienpreise, dass man da wirklich dieses Thema, da darf man die Augen nicht mehr verschließen. Also da muss man einfach auch sich öffnen und gucken, wie man sich diversifizieren kann. Wenn du so fragst, teile ich das nicht, Nee? weil ich der Ansicht bin, dass Diversifikation eigentlich immer notwendig ist. Ah, Und jetzt nicht okay. nur in den Phasen, die wir jetzt haben, sondern gerade was dann die multidimensionale Diversifikation angeht, die macht eigentlich immer Sinn. Okay. Ja. Genau, also Genau. sie macht immer Sinn, aber ich finde sie halt jetzt im Moment, muss ich ganz persönlich sagen, besonders wichtig. Soll ich dir mal den Bildschirm übergeben, sodass du mal hier das Ruder übernimmst? Ja, das können wir mal machen. Dann, genau, dann Also, nehme ich meine Kamera weg. ja, also von meiner Seite die Einladung an alle, die dabei sind, nutzen Sie das Fragenfeld. Und stellen Sie alle Fragen. Der Michael kann das leider nicht sehen. Ich werde die Fragen aber aufgreifen und an ihn adressieren, wenn er mal eine Atempause macht oder wenn er einfach mal ja, einen Schluck Wasser trinkt. Dann werde ich versuchen, Ihre Fragen gebündelt dann an der entsprechenden Stelle zu platzieren. Also ich würde mich freuen, wenn Sie aktiv dabei sind. Und ich glaube, der Michael sieht das auch so. Genau, also wenn zwischendurch Fragen sind, einfach reinschreiben und entweder beantworten wir die dann sofort oder im Anschluss, je nachdem, was denn Okay. so gerade passt. Alles Ja, klar. dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Was hat André Costolani mal gesagt? Wer gut essen will, kauft Aktien. Wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Und damit haben wir eigentlich schon, ja, zwei Anlageklassen schon direkt mit erwähnt. Jetzt schauen wir uns gleich mal an, wieso er überhaupt dazu kommt, zu so einer Aussage und was wir dann damit anfangen können. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Webinar, das Geschenk des Marktes, multidimensionale Diversifikation mit Markteffekten. Bevor wir da ins Detail gehen, natürlich der übliche Risikohinweis, dass wir hier keine Anlageberatung machen, dass wir keine Aufforderung zum Handeln geben und alles, was Sie mit Ihrem Geld machen, machen Sie auf eigenes Risiko. Alle Zahlen, Graphen, die wir hier vorstellen, sind quasi recherchiert, aber eben geben keine Gewähr auf Richtigkeit. Ja, weitere Sachen hier können Sie sich dann hier durchlesen. Das ist ja das übliche Prozedere. Wir lassen die Folie noch mal 2 Sekunden stehen und dann gehen wir auch schon direkt in die Thematik.
So, bevor wir zur multidimensionalen Diversifikation kommen, erstmal kurz die Definition der Diversifikation. Die habe ich hier jetzt mal von finanzen.net genommen. Also unter Diversifikation bezeichnet man die Streuung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageformen bzw. Anlagewerte im Bereich der Kapitalanlage. Und die Zielsetzung ist dabei, ein Portfolio mit einer möglichst hohen Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko zu erreichen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir alle zustimmen. Das haben wir gerne. Wir wollen ja nicht nur gut essen, sondern auch gut schlafen. So, jetzt kommen wir nochmal auf die Aussage von Costolani zurück. Wer gut essen will, der kauft Aktien. Hier haben wir jetzt einfach mal die drei Anlageklassen Aktien, Bonds und Gold. Blau sind die Aktien. Das ist also die Kurve mit der größten Performance. Und im Roten, das sind die Anleihen. Also wer gut schlafen will, der kauft Anleihen, hat aber letztendlich innerhalb der knapp 30 Jahre, die wir hier sehen, auch nichts verdient. Also hier sieht man allein anhand dieser drei Anlageklassen schon, was der Costolani mit seiner Aussage gemeint hat. Dazu muss man sagen, dass wir hier die Renditen ohne Berücksichtigung der Inflation haben. Das heißt, also wenn man alleine in die Anleihen investiert hätte, hätte man zwar 5% vor Inflation, aber nach Inflation ist das mehr oder minder ein Nullsummenspiel. Man sieht hier jetzt auch nochmal das Risiko, also der maximale Drawdown in den Aktien waren halt knapp 50%. Die Bonds sind halt kaum zurückgegangen und Gold auch 41%, also auch nicht gerade wenig. Aber uns interessiert natürlich, was können wir jetzt mit Diversifikation erreichen? Bevor wir da reingehen, hier nochmal die rollierenden Renditen, das heißt die Durchschnittsrenditen über verschiedene Perioden, 1 bis 15 Jahre, damit man mal ungefähr so den Anlagehorizont sehen kann, wie lange muss ich quasi investiert sein, um keine Verluste zu machen. Da kommen wir bei Aktien also schon an die 15 Jahre ran. Bei den Bonds ist man so bei 2 Jahren, dass man nichts verloren hat. Also wie gesagt, alles vor Inflation gerechnet. Und bei Gold sind wir wie bei den Aktien auch hinten bei 15 Jahren. Also jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt bei Aktien meinetwegen 15 Jahre brauche, um in Anführungszeichen sicher zu gehen, keine Verluste zu machen und bei Gold auch, wie sieht es denn aus, wenn ich die Sachen kombiniere? Dazu aber erstmal nochmal hier die quasi die Diversifikation, die erste Dimension, nämlich in die Anlageklassen A wie Aktien, die bei steigendem Wirtschaftswachstum uns die Rendite generieren sollen. B wie Bonds, die ja dazu führen sollen, dass wir ruhig schlafen können. Und C wie Commodities. Da betrachten wir jetzt in erster Linie Gold. Warum das so ist, das sehen wir nachher noch. Ja. Und dann gibt es natürlich jetzt neuerdings auch noch Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum. Dann gibt es natürlich noch den Forex-Markt, Energiemarkt, Lebensmittel, aber das soll alles mal hier außen vor bleiben. Also Schweinehälften und Orangen interessieren uns jetzt hier nicht. So, kommen wir also zur ersten Dimension der Diversifikation. Hier im Vergleich nochmal die US-Aktien. Dann haben wir dazu das ABC-Portfolio, das heißt Aktien, Bonds und Gold gemischt. Und dann nochmal ein vereinfachtes Portfolio, 50% Aktien, US-Gesamtmarkt, 50% Gold. Und zwar, das Ganze wird jährlich rebalanced. Und da sehen wir jetzt schon, wir haben also mit Aktien weiterhin die höchste Rendite, weiterhin die 50% Drawdown, hat sich natürlich nichts geändert. Aber allein durch die Beimischung von Gold können wir den Drawdown
halbieren und geben quasi nur 15% unserer Rendite ab. Und wenn wir die Bonds noch dazu nehmen, dann wird das Ganze noch mal ein bisschen ruhiger und noch mal ein bisschen weniger Rendite. Also hier zeigt sich schon, allein durch diese einfache Kombination kriegen wir unser Rendite-Risikoprofil schon verbessert. Und das ist ja eigentlich das, was die Diversifikation auch machen soll. So, unten rechts sehen wir nochmal die Volatilität als zweiten Risikofaktor, und der wird also quasi auch halbiert, wenn nicht sogar noch weiter verringert. Hier nochmal das Bild mit den rollierenden Renditen für unsere diversifizierten Portfolios. Aktien, wie gesagt, weiterhin 15 Jahre Zeit einplanen, um keine Verluste zu machen. Bei diesem ABC-Portfolio, das heißt Aktien, Gold und Bonds, können wir das Ganze quasi schon auf 5 Jahre runterdrücken. Und bei unserem Portfolio halb Aktien, halb Gold sind wir ungefähr bei 7 Jahren. Also hier zeigt sich schon, wir haben ja gesehen am Anfang, bei Aktien muss ich 15 Jahre warten, bei Gold muss ich 15 Jahre warten. Aber wenn ich beide zusammenpacke, 50-50, dann kann ich das Ganze schon auf 7 Jahre drücken. Das ist doch eigentlich für so ein einfaches Vorgehen schon gar nicht mal so schlecht. So, warum machen wir das Ganze überhaupt und was können wir erwarten? Also das Ziel ist eigentlich immer, die Marktrendite zu erwirtschaften. Unter Marktrendite versteht man jetzt so einen Bereich von 6 bis 8%. Das heißt, nach 10 Jahren sollte sich mein Kapital verdoppelt haben. Und mit Bonds hat man ja gesehen, wenn wir da eine erwartete Rendite von 5% haben, werden wir das also nicht schaffen. Mit diesen diversifizierten Portfolios, ich gehe da nochmal kurz zurück, schafft man das, also ABC 7,7% und halb Gold, halb Aktien 8,86%. Das ist also schon das, was wir quasi erwarten wollen und auch erwarten können. So, das war jetzt ja der US-Markt. Das Ganze geht natürlich auch in Euro. Hier einfach mal anhand eines 4 ETF-Portfolios umgesetzt. Das Ganze nennt sich Glücksklee-Portfolio, weil es eben 4 Kleeblätter mit sich bringt. Das ist einmal weltweite Aktien, dann einmal Gold und eben 2 unterschiedliche Staatsanleihen im europäischen Raum, also in rein europäisch, also in Euro geführtes Portfolio, wobei natürlich die globalen Aktien eben auch, sagen wir mal, globale Währung beinhalten. Das gleiche hier nochmal. Ein 50-50-Portfolio, was wir gerade gesehen haben. Xetra Gold gegen MSCI World, auch 50-50, jährlich rebalanced, führt dann zu einer Rendite von knapp über 9% im Jahr, also vor Steuern. Und da liegen wir natürlich wieder gut über dem, was wir als Marktrendite haben wollen. Und man sieht eben auch 200% nach jetzt 14 Jahren, das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Nochmal, wir reden hier von ganz einfachen Portfolios. Ein ETF, ein ETC, also Xetra Gold, jährlich rebalanced, da ist kein Hexenwerk, kein nichts. Das ist also wirklich total simpel. Es ist halt nur diversifiziert. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, kann man mit so einem Portfolio denn ruhig schlafen? Hier haben wir nochmal das Glücksklee-Portfolio, also das ABC-Portfolio im Vergleich zum 3% Zinsen. Da sieht man also, in den Jahren der Finanzkrise 2008, 2009 hätte man halt
erstmal unter dem 3% Festverzins gelegen und hätte dann aber ab 2010 wäre dann die Rakete quasi gestartet. Und man sieht eben auch, also hier, dass man quasi nach 3 Jahren hat man auf jeden Fall immer positive Rendite gehabt. Jetzt schauen wir uns nochmal den Bereich seit 2017 an. Da sind die Zinsen ja auch alle ein bisschen niedriger geworden, also ein 1% Zinsen im Vergleich zu unserem Glücksklee-Portfolio. Man sieht also, man liegt auch mal im Minus, da mal darüber und ab 2019 ging es da richtig los. Und auch schön zu sehen hier den Corona-Crash im Jahr 2020, also jetzt knapp 2 Jahre her, der dann aber auch relativ schnell wieder aufgeholt wurde. Und auch quasi, wenn man Anfang 2020 angefangen hätte, hätte man dann jetzt nach nicht mal 2 Jahren, wäre man auf jeden Fall auch schon wieder im Plus gewesen. Also man sieht so, im Moment läuft es ganz gut. Man kommt halt mit 3 Jahren aus, um keine Verluste zu machen. Das kann mal ein bisschen mehr werden, aber die Wahrscheinlichkeiten, dass wir 15 Jahre warten müssen, sind halt relativ klein. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das alles ein bisschen schneller geht. Und da kann man sich natürlich jetzt überlegen, will man gut essen und gut schlafen, dann sollte man sein Portfolio diversifizieren. So, sind an dieser Stelle schon Fragen? Ist es zu schnell? Nein, also vielen Dank. Also alles bestens. Die Frage war, die Aktien, sind die in sich nochmal diversifiziert oder gibt es da eher einen Hang zu Technologieaktien oder Autoaktien oder ist das wirklich dann bunt gemischt? Diese Frage ist ideal. Sie passt auch genau. Da komme ich gleich drauf zu. Jetzt erstmal ganz kurz noch eingeschoben, wann sollte man diversifizieren? Zum einen natürlich, je länger der Anlagehorizont ist, desto weniger müssen wir diversifizieren. Haben wir ja gesehen, bei Aktien ab 15 Jahren kann man dann in Anführungszeichen davon ausgehen, zumindest ins Plus zu landen. Und je kürzer halt mein Anlagehorizont ist, desto höher ist mein Diversifizierungsgrad. Und zum anderen natürlich, wenn ich kein Geld habe, brauche ich nicht diversifizieren. Und je mehr Geld ich habe, desto mehr geht es eben auch um den Kapitalerhalt. Da sollte ich quasi meinen Diversifizierungsgrad immer weiter erhöhen. Und da kommen wir jetzt auch schon auf die Frage von gerade ein bisschen hin. Auch hier zitieren wir mal wieder den André Costolani, der gesagt hat, wer viel Geld hat, der kann spekulieren. Wer wenig hat, darf nicht spekulieren. Und wer überhaupt kein Geld hat, der muss spekulieren. Jetzt denke ich, kommen wir in die Richtung, was da gefragt wurde, ob es denn da jetzt bestimmte, ob es jetzt Tech-Aktien sind oder nur europäische, amerikanische. Da können wir einfach mal, glaube ich, mit dem kleinsten Beispiel anfangen, nämlich, dass man eine einzelne Aktie hat. Und die Frage ist natürlich jetzt, wir sehen ja jetzt die Kurve, die oben liegt, das ist halt unsere Einzelaktie und die Kurve, die hier schön gerade verläuft, stetige Rendite, das ist unser DAX. Frage in die Runde, welche Aktie ist das? Kann man das schon erkennen? Welche 2017 so gut angestiegen ist, knapp 100%? Hat jemand eine Ahnung? Sie dürfen gern mitraten und in dieses Fragenfeld mal eine Vermutung reinschreiben. Ich werde keine Namen vorlesen, sondern einfach mal munter mitraten, um welche Aktie es sich hier dreht.
Hier kommt Tesla. Kommt noch was? BioNTech. Und die Okay. Telekom. Und die Dann noch die Telekom. Telekom. Okay. Wäre ja schon mal interessant. Ja. Und jetzt haben wir noch eines. Soll ich noch nennen? Es kam noch Ja, eins. immer raus. Wirecard. Okay. Also jetzt haben wir Tesla, Telekom, BioNTech und Wirecard. Die vier waren es, Also genau. die bei solchen Kurven, sagen wir mal, der DAX 20% zugelegt, die Aktie über 100, kommen natürlich dann wieder die ganzen Magazine aus der Ecke. Mit dieser Aktie werden Sie reich, damit schlagen Sie den DAX und so weiter und so fort. Das kennen wir ja, das Spiel. Gut, kauft man und das, die Rakete geht natürlich richtig ab. Bleiben denn hier die Vermutungen, die wir da haben, oder kommt jetzt noch was dazu? Meine, jetzt 300% innerhalb von knapp 2 Jahren ist ja schon gar nicht so schlecht. Nee, jetzt kommt hier keine Ergänzung mehr. Ja, was passiert mit unserer Einzelaktie? Sie fällt. Ist ja auch gar nicht so schlimm. Macht ja nichts. Idealer Zeitpunkt zum Nachkaufen, also quasi 50% korrigiert. DAX-Wert, sicheres Teil, wir kaufen nach. Und dadurch, dass der DAX-Wert steht, fällt natürlich Tesla schon mal raus. Ich weiß gar nicht, ob BioNTech damals im DAX war. Ich vermute nicht. Blieben also noch Wirecard und die Telekom. Ja, was passiert? Und jetzt kann man sehen, ich glaube, jetzt ist es deutlich, es ist tatsächlich die Wirecard gewesen, die also quasi die ersten Jahre den DAX da outperformt hat. Und dann, ja gut, dann kam halt die Betrugssache daraus. Und da war die platt. So, und der DAX hat natürlich in der Zeit da in diesen 5 Jahren da knapp 50% zugelegt. Also vollkommen in Ordnung. Ja. Jetzt könnte man natürlich meinen, das ist ein Einzelfall, dass sich also eine Aktie so hoch bewegt und dann quasi wieder nach unten, also dass sie quasi vom Index wieder outperformt wird. Dass natürlich ein Unternehmen komplett pleite geht, was im DAX ist, ist sicherlich nicht der Normalfall. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, also wir haben hier jetzt mal das Schwarze ist der DAX und dann haben wir noch 10 Aktien mit aufgetragen, die halt alle am Anfang an auch im DAX waren. Und auch hier sieht man, dass es Zeiten gibt, wo Einzelwerte den Index outperformen und dann eventuell doch dramatisch abgeschlagen werden. Und weil man das nicht weiß, macht es halt Sinn, den Index zu kaufen. Und das Ganze, um jetzt endlich die Frage zu beantworten, die da im Raum stand. Also die Aktien, die wir da in dem Glücksklee-Portfolio haben, da ist beispielsweise der MSCI World drin. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, wenn ich das mit einer Einzelaktie im DAX schon nicht weiß, ich weiß es auch nicht, ob jetzt Tech-Aktien gut laufen. Oder ja, Bio-Werte, Energie, Automobil. Ich selber habe keine Ahnung. Und für mein langfristiges Denken ist mir das dann auch vollkommen egal. Ich kauf einfach alles. Ja.
Da gibt es dann Strategien, um natürlich irgendwelche, sag ich mal, irgendwelche Branchen oder so dann zu favorisieren. Ob diese jetzt langfristig profitabler sind als der Index, wage ich nochmal zu bezweifeln, weil also die Statistiken sagen ja ganz eindeutig, dass es also kaum ein aktiv gemanagter Fonds schafft, langfristig den Markt zu schlagen. Und ja, dann werde ich den Teufel tun und sagen, das ist jetzt quasi die Branche, die jetzt favorisiert werden muss. Also für diese Basisportfolios, die wir hier aufbauen, nehmen wir einfach den Gesamtmarkt. Also hier sind nochmal die Beispiele, wie man diversifizieren kann oder die einzelnen Anlageklassen nochmal aufteilen kann. Das heißt nun amerikanische gegen europäische Aktien, Value versus Growth, Markt, Small, Mid, Large Cap. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das alles bis ins Kleinste aufzuteilen. Und wenn wir unser Portfolio diversifizieren, versuchen wir einfach so viel wie möglich damit einfach reinzupacken, damit wir nicht überlegen müssen, was läuft jetzt gut und was schlecht. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, die ist damit beantwortet. Danke. Das Ganze geht natürlich auch für Anleihen. Da gibt es ja eben auch allerlei Möglichkeiten, das klein zu hacken oder eben zusammenzupacken. Staats- gegen Unternehmensanleihen, dann von der Laufzeit, ob die jetzt einen festen Zinssatz haben oder einen variablen, europäische Anleihen gegen in Dollar notierte und so weiter. Also da ist es ähnlich. In dem Beispiel, das wir vorhin hatten, kommen wir auch gleich drauf zu, was wir da haben, dass das eben auch schon zusammengepackt ist, zumindest in Teilen. Und auch bei den Commodities, also bei den Rohstoffen, gibt es natürlich alle kleine Möglichkeiten, da gibt Brennstoffe, verschiedene Arten von Metallen, Agrargüter und so weiter. Und hier ist Gold nochmal in Fett. Und da gibt es nämlich einen besonderen Aspekt, warum das so ist. Also das ist jetzt quasi jetzt ja quasi unsere zweite Dimension der Diversifikation. Also einmal versuchen wir verschiedene Anlageklassen zusammen in unser Portfolio zu packen und auch innerhalb der Anlageklassen möglichst breit die Märkte abzubilden. So bei Aktien gibt es eben auch so Kombinationen, also europäische Value-Aktien, amerikanische Großaktien, Large Cap, Emerging Markets und so weiter. Also wenn man da wirklich das gesamte Portfolio abdecken will, dann geht das fast nur über den MSCI All Country World Index, Investable Market Index. Ja, also das ist der die Industrienationen drin hat, die Schwellenländer und dann eben Small, Mid und Large Caps. So der bildet eigentlich am meisten ab. Und den kann man natürlich auch günstig als ETF umsetzen. So, also bei den Aktien haben wir das ja schon gesehen, dass das Sinn macht. Anhand des DAX-Beispiels. Hier jetzt noch einmal ein Blick auf die US-Bonds. Und zwar einmal den Gesamtmarkt. Dann haben wir einmal Unternehmensanleihen, das sind die Corporate Bonds. Und Staatsanleihen. Und hier einfach mal den Vergleich, auch vom Risiko. Also wenn wir den Drawdown jetzt als Risikomaßstab hernehmen, dass wir quasi in dem Total Bond Markt, also in diesem diversifizierten Markt, schon
die mittlere Rendite haben, aber das geringste Risiko. Was man auch sehen kann, ist natürlich, dass wenn man jetzt rechts da auf die US-Marktkorrelation guckt, dass quasi der Unternehmensanleihenmarkt mit 0,46 quasi mit den Aktienmarkt, also der US-Markt sind hier der US-Aktienmarkt, also positiv korreliert, während die Staatsanleihen mit minus 0,3 negativ korrelieren. Der Gesamtmarkt korreliert quasi gar nicht mit dem Aktienmarkt, was natürlich für unsere Diversifikation auch schon gar nicht so schlecht ist. Das ist aber jetzt einfach nur mal ein Beispiel, warum man auch im Anleihensektor diversifizieren sollte. So, dann haben wir ja noch unsere Anlageklasse C. Das hatte ich ja in den Raum gestellt, dass wir nochmal schauen müssen, warum nehme ich jetzt quasi in meinen Musterportfolios, sei es nun goldene Aktien oder Glücksklee, warum nehme ich denn jetzt explizit nur Gold und nicht meinetwegen den gesamten Rohstoffmarkt? Dazu haben wir hier nochmal den Vergleich von, sagen wir mal, dem Aktienmarkt mit Gold und eben dem Rohstoffmarkt. Und da sehen wir quasi, dass die Gesamtrohstoffe mit 0,56 positiv mit dem Aktienmarkt korrelieren, während Gold mit 0,06 also eigentlich gar nicht korreliert. Ganz davon abgesehen, dass Gold geringeren Drawdown als die Gesamtrohstoffmarkt aufweist. Wenn man sich jetzt hier oben nochmal die Balken ansieht, also das Rote ist Gold und das Blaue sind die Aktien. Und allein 2008, wenn ich da jetzt den Gesamtrohstoffmarkt genommen hätte, dann wäre ich also ganz schön auf die Fresse geflogen, während Gold wenigstens noch ein bisschen Stabilität reingebracht hat. Also bei diesen, wenn ich die Anlageklasse C abdecke in meinen Portfolios, dann nutze ich da eigentlich nur Gold für. Ob man da in Zukunft vielleicht Bitcoin oder ähnliches beipacken muss, dafür ist der eigentlich noch zu jung, der Markt, und auch noch zu volatil. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, Bitcoin sollte man gar nicht haben, aber man muss natürlich dann auch gucken, wie volatil ist das und wie hoch will ich das überhaupt beimischen. Also ich sehe Bitcoin noch nicht als das neue Gold an, wenn man das so, wenn man mich so fragen würde. So. Ja, in Anlehnung an den Spruch von André Costolani kann man vielleicht sagen, wer kein Geld hat, der kann nicht diversifizieren. Wer wenig Geld hat, sollte diversifizieren. Und wer viel Geld hat, muss diversifizieren, um ganz einfach sein Kapital zu schützen. Dann haben wir gesehen, dass eine breite Streuung unser Rendite-Risikoprofil verbessert. Eine Diversifizierung ist eben durch, sagen wir mal, ETFs, die breite Märkte abbilden, leicht und kostengünstig umsetzbar. Und mit diesen diversifizierten Portfolios können wir als 6 bis 8% langfristig auch erreichen. So. Sind jetzt dazu noch Fragen? Also aktuell habe ich keine Fragen dazu. Ja, das ist erfreulich. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten Dimension, nämlich zu Strategien inklusive der Markteffekte, die du ja so schon angesprochen hast. Deswegen werden wir das hier alles relativ schnell durchgehen. Also man kann jetzt natürlich innerhalb der Anlageklassen nochmal sagen, okay, ich habe ein diversifiziertes Grundportfolio, ich habe die Märkte breit abgedeckt, aber ich will vielleicht noch ein bisschen mehr aus den Märkten rausholen. Also
versuche ich noch durch beispielsweise saisonale Effekte bisschen zusätzliche Rendite rauszuholen. Und da gibt es eben tatsächlich auch für alle drei Anlageklassen gibt's Strategien, die einfach nur mal so beispielhaft. Also Sell-in-May-Sparplaneffekt schauen wir uns gleich nochmal an. Dann den Turnaround Tuesday, der ja schon erwähnt wurde. Für den Bondmarkt gibt es auch ein paar Strategien, die wollen wir uns heute aber gar nicht so genau angucken. Friday Gold Rush, sicherlich auch bekannt. Der Christmas Run, das ist eine Strategie, die läuft auch bis morgen noch, nämlich die auf quasi einen Jahreswechseleffekt setzt. Da wird es dann auch morgen, übermorgen wird es dann die Ergebnisse bei mir auf dem Instagram-Profil geben zu dem diesjährigen Christmas Run oder letztjährigen, wie man das auch immer nennen möchte. Ja. Schauen wir uns das mal an. Also hier mal die Sell in May Strategie, die ja aussagt, dass quasi zwischen Mai und Oktober die Aktienmärkte schwächeln. Das sieht man hier auch ganz schön, mit Ausnahme vom Juli, der ist noch mal stark. Interessant ist ja auch, dass es sich quasi auf allen hier betrachteten Märkten widerspiegelt. Also es ist tatsächlich auch ein globales Phänomen. S&P 500, DAX, damals noch DAX 30 in der Auswertung, der DAX 40 ist ja noch relativ jung. FTSE, Eurostoxx und auch der Nikkei. Also es ist tatsächlich global, dass sich dieses Phänomen auftaucht. Wie sieht das aus? Wenn ich bei diesen Strategien nur saisonal investiert bin, jetzt haben wir mal den DAX und den S&P betrachtet. Also im DAX ist es tatsächlich ein wunderbarer Vorteil, der sich da generiert hat, während beim S&P eigentlich der Vorteil relativ gering ist. Das ist also ein bekannter Markteffekt sicherlich. Dann der nächste, den wir hier haben, ist der Sparplaneffekt oder Turn of the Month Effekt, der eigentlich besagt, dass zum Ende des Monats die Kapitalmärkte, die Aktienmärkte steigen bis zum die ersten paar Handelstage im neuen Monat. Also diese Strategie ist ja, glaube ich, bei Investori auch mit drin. Korrigiere mich. Ist mit drin. Und dann, das Interessante ist natürlich auch, dass hier zur Mitte des Monats auch nochmal so ein kleine Spitzen auftauchen. Das kann man dann auch mit reinpacken, hängt aber auch vom Markt ab, den man handeln will. Also ist natürlich beim S&P hier sehr deutlich, wenn das bei anderen Märkten nicht so ausgeprägt ist. Auch hier nochmal Darf ich gerade eine Frage stellen dazu? Also über welchen Zeitraum die Werte hier ermittelt wurden auf der letzten Folie? Ach so, ja, das sieht man hier jetzt ganz gut. Also seit 1989 Okay. habe ich also es ist eine Auswertung in Excel. Und zwar inklusive Gebühren tatsächlich. Die komplett, also Strategiebeschreibung und auch was ich da an Gebühren angesetzt habe, das kann man tatsächlich auch auf der Marktgedanken-Homepage einfach nachlesen. Ist also frei zugänglich, da muss man sich nirgendwo für anmelden und so. Einfach oben im Bereich saisonale Strategien und dann sind auch diese beiden Strategien neben anderen Strategien damit aufgeführt. Und wenn dann tatsächlich, also herzliche Bitte, wenn da im Nachgang Fragen sind, mich einfach anrufen, anschreiben, was auch immer. Nicht nur zu den Strategien, aber auch zu dem Vortrag heute. Manchmal muss man das ja erst ein bisschen sacken lassen.
Heute ist ja, glaube ich, doch relativ viel Input. Also herzliche Einladung, einfach bei mir melden und ich versuche dann Licht ins Dunkel zu bringen. Du hattest bei den bei deinen in den Dimensionen 1 und 2 hattest du gesagt, beispielsweise von der Gewichtung war das bei den Aktien, Bonds, war das 50-50 gewesen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wie ist es denn hier mit diesen Positionen, die ja gehandelt werden über die Markteffekte? Was für eine Größenordnung wird da genutzt? Also das ist jetzt tatsächlich quasi Hebel 1 auf den Markt. Also gar nicht in ein Portfolio jetzt geguckt. Das sind jetzt nur die Ergebnisse für die Strategie selber. Wie man das dann individuell in ein Portfolio einbindet, muss man dann eben sehen, okay, was habe ich überhaupt? Welches Risiko will ich eingehen? Weil auch diese Strategien haben natürlich gewisse Drawdowns. Das muss man halt wissen. Und da müsste man eben analysieren, wann tritt dieser Drawdown auf und wie passt er zu meinem bestehenden Portfolio. Aber also diese Kurven jetzt sind quasi ein Hebel von 1. Beantwortet das die Frage? Ja, ich hätte noch eine Okay. weitere Frage, wenn es jetzt gerade passen würde. Ja, immer. Jetzt hier steht, wann ist es sinnvoll, am 1. oder 15. in einem monatlichen Sparplan bei Aktienfonds einzusteigen? Ja, also wenn man diversifizieren wollen würde, macht man es einfach an beiden. Okay. Wenn die Frage beantwortet. Also, wenn man sich das, hab das jetzt nochmal einmal zurückgemacht, die Folie. Wenn man jetzt sieht, man geht am 15. rein, dann kann man natürlich Pech haben und die, sag mal, diese Schwächephase mit dem 20. erwischen. Wenn man am 1. reingeht, fehlen einem die starken Tage davor. Ob das langfristig jetzt so einen dramatischen Unterschied macht, gerade bei einem Sparplan, das wage ich zu bezweifeln. Also, wichtig ist, glaube ich, dass man da was macht. Wenn man da schon mal spart, dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Das ist besser als das Sparbuch. Egal, ob es der 1. oder der 15. ist. Okay. Also es gibt ja tatsächlich, ich bespare tatsächlich an 4 Daten im Monat, weil ich es einfach nicht weiß. Also mein Broker, wo ich spare, bietet mir tatsächlich vier Tage an im Monat, wo ich besparen kann und das mache ich dann auch. Dann habe ich da auch diversifiziert. Und muss mir da keine Gedanken machen, welcher Tag jetzt besser gewesen wäre. Also insofern, wenn man das aufteilen kann von den Sparquoten, macht man halt auf beide Tage und dann muss man sich nachher nicht ärgern. Dann hat man es auf jeden Fall nicht falsch gemacht. Okay. Das ist ja das Gleiche, wie wenn ich jetzt sagen wir, über verschiedene Anlagenklassen diversifiziere. Jetzt im Nachhinein sagen, ja, hätte ich mal letztes Jahr in Aktien investiert und nicht in Gold oder nicht in Bonds, was auch immer, das nützt mir ja nichts. Wo wir uns einig sind, dass wir alle die Zukunft nicht kennen. Ja. Also wenn hier einer ist, der die Zukunft kennt, bitte, ich kann von mir aus sagen, ich weiß es nicht. Deswegen versuche ich so breit zu streuen, wie es sinnvoll ist. Man kann es auch übertreiben. Aber wenn sowas ist und man sich nicht sicher ist, macht man einfach beide Daten und fertig. Okay.
Also dann haben wir hier nochmal eine Strategie, die keine Markteffekte, sondern quasi eine Momentumstrategie. Das ist die Maske des Pharao. Die investiert in Gold und in den S&P, also in quasi in breit gestreuten US-Aktien. Und wie gesagt, es ist eine Momentumstrategie. Hier mal die Basisversion, der Indikator in der Basisversion. Also diese Strategie ist auch auf der Marktgedanken-Homepage beschrieben. Eigentlich auch relativ simpel. Man checkt monatlich den Indikator und dann wird dann eben anteilig in Aktien, also in S&P 500 oder in Gold investiert. Das Ganze sieht dann so aus, wenn man das mit den ETFs gemacht hätte. Also seit 2008 gut 450%. Also da liegen wir weit über unserer anvisierten Marktrendite von 6 bis 8%. Aber wie gesagt, es ist ja auch ein Portfolio, was eben Momentumstrategie, also mit ein bisschen Aufwand verbunden und nicht reines Buy and Hold. Da kann man dann tatsächlich ein bisschen mehr rausholen. Ja, nur mal so als mögliche zusätzliche Diversifikation. Neben Markteffekten gibt es eben auch Momentumstrategien, die man aber gegebenenfalls auch als Basisstrategie nutzen kann, weil sie dann doch relativ wenig Aufwand hat. Man muss halt einmal im Monat gucken und muss nicht jeden Monat handeln. Also mitunter wird da über Jahre eine Position gehalten. Und die Kurve, die man jetzt hier sieht, es hat eine erweiterte Version, da gibt es dann zwei Indikatoren, die abgeglichen werden. Da werden drei Broker die Signale gecheckt und so weiter. Wird immer ein Teil Aktien und ein Teil Gold gehalten. Also nicht 100% Gold oder 100% Aktien, sondern auch da bleibt eine gewisse Diversifikation immer drin. Also es ist tatsächlich immer AC, aber komplett ohne Bonds. So, die Strategie nochmal im Vergleich zum DAX. Das sieht jetzt beeindruckend aus. Das ist auch, sagen wir mal, sehr beeindruckend. Aber es gibt tatsächlich auch Jahre, wo der DAX jetzt besser gelaufen ist als diese Strategie. Aber trotzdem ist natürlich, sagen wir mal, diese knapp 14%. Und hier reden wir aber von Renditen vor Steuern natürlich. Sind ja schon beeindruckend. Also ich bin da auch sehr zufrieden, wie das läuft, weil wir das eben auch tatsächlich selber umsetzen. So, jetzt haben wir also, wir wissen, wir packen viele, viele Anlageklassen in unser Portfolio, die in sich dann auch noch breit gestreut. Dann können wir die Strategien wie die Markteffekte als Booster dazu packen. Und wem das noch nicht reicht, der kann dann auch nochmal, sag ich mal, diese Strategien weiter diversifizieren. Beispiel haben wir jetzt gerade gehabt, wenn man nicht weiß, ob ich nun am 1. oder 15. sparen soll, spare ich einfach beides. Ja. Ist ja auch schon eine Diversifikation. Was man auch machen kann, ist eben Strategien kombinieren. Und hier haben wir jetzt mal die Kombination des Sparplaneffektes mit der Sell-in-May-Strategie. Das Ganze sieht dann eben so aus, wenn man das zusammenknallt. Ist schon beeindruckend. Also im DAX 4.500% seit 1989 ist schon nicht ohne. Wobei man natürlich auch hier die Drawdowns sehen kann. Das ist schon volatil. Ne? Beim S&P sind es nicht ganz so viele Prozent gewesen und auch eigentlich nicht weniger volatil, aber trotzdem als Kombination ja schon mal gar nicht so schlecht.
So, was man natürlich jetzt machen kann, ist sich so ein Basisportfolio packen und dann zu gucken, wenn ich jetzt diese kombinierte Strategie, die kann ich ja mit verschiedenen Sets fahren. Also gerade wenn man sowas macht und das vollautomatisch handelt, muss ich ja nicht zwingend vom 25. bis zum 5. investiert sein, sondern ich kann ja auch meinetwegen vom 20. bis zum 3. oder vom 27. bis zum 8. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und das ist eben das, was ich meine, dass man auch da noch weiter diversifizieren kann. Man muss das natürlich nicht übertreiben. Da kann man dann verschiedene Sets berechnen und das ist dann eben schon so, dass man dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt mein Glücksklee-Portfolio, also ABC, als Basisportfolio und guckt dann bei dieser gemischten Strategie, also Sparplaneffekt plus Sell in May, also diese Seasonal Plus Strategie, die kann ich dann auch noch mit verschiedenen Sets fahren, wie gesagt, mit Filtern, mit unterschiedlichen Zeiträumen, wo der investiert sein soll. Und selbst da stellt sich ja heraus, dass das also auch sieht man ja hier, ich habe jetzt mal die letzten 10 Jahre aufgetragen, dass nicht ein Set immer dominiert. Sondern man kann natürlich dann hingehen und sagen, okay, mein Glücksklee ist so gelaufen, ich suche mir jetzt bei so einer Markteffektstrategie das Set, was am besten zu meinem Basisportfolio passt. Das habe ich jetzt hier einmal für das Glücksklee mal eingerahmt. Und da würde man natürlich sehen, 2013 hat das Glücksklee schlecht performt. Welches Set hätte mir denn da am besten geholfen? Und das wäre eben das Set 3 oder Set 7 im S&P 500. Und so kann man sich das dann quasi über die ganzen Zeiträume angucken. Was macht Sinn? Was habe ich als Grundportfolio? Wie läuft das? Das muss ja nicht eines dieser sein. Und welche Strategie kann ich gut dazu packen? Das macht ja nicht wirklich Sinn, wenn ich ein reines Aktienportfolio habe, mir dann zwingend nur noch Aktienstrategien on top zu packen. Das muss alles so ein bisschen zusammenpassen. Wenn ich jetzt, sagen wir, diese Maske des Pharao-Strategie als Basisstrategie habe, dann ergeben sich auch ganz andere Sets für die Seasonal Plus-Strategie, die ich als Beimischung machen kann. Und das ist eigentlich, wenn man das jetzt sieht, jetzt haben wir hier also ein Basisportfolio, was schon zweidimensional diversifiziert ist. Und dann packe ich noch eine Strategie dazu, die ich dann gegebenenfalls auch noch mit verschiedenen Sets fahre. Dann sind wir also eigentlich bei dem, was so eine multidimensionale Diversifikation erreichen kann. Und da ist es dann, glaube ich, auch schon, ja, viel mehr muss man nicht machen. Wer das macht, ist, glaube ich, schon gut dabei. Also hier kommt der kleine Werbeblock. Also wer da Interesse dran hat an diesen Basisstrategien, kann am besten über die Freitrader-Seite gehen. Und wie schon erwähnt, also für diese ganzen saisonalen Strategien guckt man auf der Marktgedanken-Webseite. Da ist dann auch nochmal dieser Automat, den man mieten kann, wer das möchte. Da sind also 7 saisonale Strategien drin, die Und man die sind dann auch da selber auch noch beschrieben. mit Die sind auch verschiedenen da. Filtern fahren kann. Bitte? Entschuldigung, die sind auch da beschrieben. Das war noch eine Frage gewesen, das muss ich Genau, die beantworten. Strategien sind da beschrieben. Das sind eigentlich die Strategien, die auch auf der Webseite stehen. Und wenn da sonst Fragen sind, wieder da einfach fragen. Wobei man sollte immer erst mit dem Grundportfolio anfangen. Also ich sollte nicht meinen, ich habe überhaupt gar kein Investment, also gar kein ABC-Portfolio meinetwegen und fange jetzt an, Wildstrategien zu handeln. Ja. So, dann sind wir auch schon fast durch. Vielleicht noch mal kurz zur Zusammenfassung. Also, wenn man diversifizieren will, muss man sich überlegen, will ich gut essen, will ich gut schlafen oder vielleicht beides?
abhängig tatsächlich von meinem zeitlichen Horizont und meiner Risikobereitschaft ergeben sich dann eben unterschiedliche Gewichtungen in den Portfolios. Dann eben sollte man einfach jetzt vielleicht mit dem Wissen, was man jetzt dazu gewonnen hat, einfach mal auf das bestehende Portfolio gucken, in welchen Anlageklassen ist man unterwegs, ist man in dieser Anlageklasse diversifiziert, was kann man eventuell dabei packen. Wenn ich jetzt einen, sag ich mal, langfristigen Aktiensparplan habe, weil ich eh 15 Jahre, 20 Jahre sparen will, dann muss ich keine Bonds da beipacken. Das macht keinen Sinn. Ja. Weil langfristig kommen wir an Aktien nicht vorbei. Dann sollte man eben nur gucken, spare ich einfach vielleicht wirklich dann breit diversifiziert MSCI World und Emerging Markets, um da einfach sich breit aufzustellen. Auch wenn das jetzt alles ein bisschen viel war, was man alles machen kann, mein Tipp, man muss es nicht übertreiben. Also vieles ist möglich, aber für die Marktrendite reicht eigentlich so ein zweidimensionales Portfolio. Auch wenn viel möglich ist, hilft viel nicht immer viel. Man muss auch immer gucken, was das Ganze kostet, weil mir nützt ja nichts, wenn ich mit 1% meines Portfolios irgendeine Strategie umsetze, die irgendwelche Fixkosten hat. Dann hilft mir ja die, sag mal, die Rendite, die ich als Booster haben will, wenn die dann durch die Kosten aufgefressen wird, kann ich es auch gleich bleiben lassen. Also da sollte man schon noch mal drauf achten, wie groß ist mein Portfolio, wo macht es Sinn, jetzt noch was beizumischen. Und natürlich, man muss ja nicht alles selber machen. Investui bietet ja schon was an, quasi ein vorgefertigtes Produkt. Dann kann man sich gerne an mich wenden, wenn man Strategien haben will, das heißt nun als Investmentbrief oder Software, die das macht. Gibt ja auch schon fertig diversifizierte Portfolios, also der Arero-Fonds ist ja sicherlich bekannt. Dann das Global Portfolio One von Andreas Beck ist jetzt auch mehr und mehr, wird jetzt, glaube ich, mehr und mehr publiziert. Das ist ja auch, glaube ich, 0,7%. Also auch noch von den Kosten überschaubar. Also man muss nicht zwingend alles selber machen. Es gibt viel, was man einfach nutzen kann. Und ja, gehen Sie das gelassen an. Also machen Sie sich keinen Kopf. Man muss es nicht verkomplizieren. Haben Sie einfach Spaß daran, sich um Ihr Geld zu kümmern und erfreuen Sie sich an dem, was Sie aus dem Markt rausholen können. Dann hier nochmal meine Kontaktdaten bei Fragen, auch innerhalb der nächsten Tage, Wochen. Wenn was aufkommt, einfach bitte gerne melden. Und ja, wenn jetzt noch Fragen sind, werde ich die auch noch beantworten. Ich muss vielleicht ganz kurz einhaken, weil der ein oder andere das Webinar verlässt. Wir sind noch nicht am Schluss. Also es kommt noch ein Okay. Teil zu Investui. Das hier ist noch nicht der Abgesang der Veranstaltung. Also an dich, Michael, schon mal vielen Dank für die Ausführungen. Das war ausgesprochen interessant und ich gehe davon aus, dass viele, die dabei waren, jetzt tatsächlich auch mal ihr Portfolio überprüfen, wie sie da aufgestellt sind. Also viele, viele neue Anregungen. Und also das waren wirklich auch viele neue Sachen, wie man die Dimension, die Diversifikation auch erreichen kann. Also wirklich sehr, sehr lehrreich. Vielen Dank. Ja, gerne. Das freut mich. Ich lese mal gerade, also kommt auch aus dem Publikum vielen Dank und sehr interessiert und dass man sich bei dir meldet. Ich würde gerne den Bildschirm mal übernehmen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, also wenn sich dann alle die Kontaktdaten Ja. aufgeschrieben haben, ja. Nee, Ich zeige es auch. das freut mich, weil ich glaube, das ist kann auch erstmal
erschlagend wirken, aber man muss erst mal sacken lassen. Und dann ist das, glaube ich, eine schöne Sache. Ja, aber ich denke, das war ja wirklich eine kompakte Veranstaltung mit sehr viel Inhalt. Und ich gehe mal fest davon aus, wie du es eben auch selber gesagt hast, du wirst ja da nochmal auch Rede und Antwort stehen, wenn man da eine Nachfrage hat. Ich glaube, dann wird vieles nochmal klarer. Das ist richtig. Ich hoffe doch. Ja. So, dann würde ich sagen, ich würde mal ganz kurz übernehmen und will jetzt auch die verbleibenden Teilnehmer nicht zu überstrapazieren. Aber es ist tatsächlich so, wie eben angesprochen worden ist, dass die Markteffekte eine Ergänzung sein können zu einem existierenden Portfolio. Das, was bisher gesagt worden ist, ist natürlich, hat einen sehr starken aktiven Anteil, dass man sich diese Effekte aussucht und diese dann selber auch handelt. Und wie ich eingangs sagte, ist ja die Herausforderung bei solchen statistischen Ansätzen und Rhythmen, dass man sie auch regelmäßig handelt. Und wir von Investui, wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, weil wir erst auch anders angefangen haben, dass genau das ein Kernproblem ist und haben uns dann entschlossen, aus dem Portfolio, das wir haben, aus 4 Strategien, und die sehen Sie gerade hier bei uns auf der Internetseite, insgesamt 4, tatsächlich ein fixes Portfolio zu gestalten, mit dem man das Ganze dann auch über ein verwaltetes Konto, über ein Managed Account Konto handeln kann. Das erkläre ich Ihnen gleich, wie das funktioniert. Aber hier sehen Sie nochmal diese 4 Strategien, wie sie sich tatsächlich als Portfolio darstellen. Ein Teil davon haben wir eben schon gesehen, den Friday Gold Rush und auch den End of Month. Das ist der Sparplaneffekt von dem Michael gewesen. Wir haben 4. Diese 4 sind sehr sorgfältig ausgewählt worden, weil sie vom Charakter unterschiedlich sind. Und wir wollten auf jeden Fall die wählen, die auch sehr stark akademisch belegt sind und auch eine hohe statistische Signifikanz haben. So kommt es zu diesen 4 unter anderem. Ich werde gleich noch erzählen, warum auch, weil wir einfach diese Diversifikation auch innerhalb des Portfolios ans Maximale bringen wollten. Also 4 Strategien von 4 verschiedenen Markteffekten. Man hätte auch eine nehmen können und auch verschiedene Instrumente. Wir wollten aber ja, 4 Strategien und dazu auch noch 4 verschiedene Anlageklassen. Also hier haben wir Gold, also oder Anlagen oder Assets besser gesagt, Gold, British Pfund, US-Dollar, den DAX und den S&P 500. Also auch nicht nur ein Instrument und darauf verschiedene Strategien, sondern auch für die 4 Strategien 4 verschiedene Instrumente. Wir haben sogar 3 Assetklassen mit Gold, British Pfund, US-Dollar und dann noch 2 Indizes. Diversifikation hat immer was zu tun mit Risikostreuung und mit Absicherung. Und ein Thema Risikominimierung zeigen wir auch, indem wir nur kurzfristige Positionen handeln. Und zwar sind die Positionen zum Teil nur 6 Stunden oder auch 1,5 Tage. Das Maximum sind, glaube ich, 9 Tage, aber an sich nur 8 volle Tage, in denen die Position gehandelt wird. Ich zeige das nochmal ganz kurz, weil dann können Sie das auch im Nachgang sich nochmal anschauen. Also zum einen sind hier die Strategien nochmal beschrieben und zum anderen haben wir hier unterhalb der Strategien auch nochmal die ganzen Studien. Moment, hier haben wir nochmal wenn man hier draufklickt, kommt man nochmal zu der Beschreibung der einzelnen Strategien und da können Sie dann auch mal hier unten, wenn Sie mögen, eine der Studien nachlesen. Und wie wir das verteilt handeln, sehen Sie hier über Positionen. Heute haben wir beispielsweise die 6-stündige Position vom British Pfund US-Dollar gehandelt. Der Pound Shorter, die ist heute im Plus geendet. Auch wenn es mal nur ein kleiner Gewinn ist, auf jeden Fall ist es eine stetige ja, Zunahme der Rendite, wie ich Ihnen gleich zeigen will. Man muss nicht immer die ganz großen Gewinne machen, man darf aber auch nicht die ganz großen Verluste machen. Auch so kleinere Beiträge vom Pound Shorter, der über 6 Stunden gehandelt worden ist, trägt dazu bei, dass Sie eine Ergänzung zu einem Portfolio haben, wie wir es eben auch gesehen haben.
Und hier sehen Sie nochmal den Kalender, dass wir diese Strategien quasi über die Tage in der Woche verteilt haben. Die begegnen sich kaum gemeinsam im Konto, dass auch wenig Hebel auf das Konto ausgeübt wird und ja, damit auch das Konto nicht dauerinvestiert ist. Und es gibt sogar Tage, an denen überhaupt nicht gehandelt wird. Und übers Wochenende handeln wir nur bei der längsten Position, die von dem End of Month. Also das auch nochmal zum Thema Risikominimierung und Diversifikation. Dass diese Diversifikation greift über diese Studien oder über diese Strategien, zeigt eigentlich diese Folie. Hier sehen Sie nochmal auch den Verlauf der Strategien, so wie wir eben auch die Strategien gesehen haben. Das sind alles am Ende erfolgreiche Strategien, aber sie haben trotzdem immer wieder zwischendrin auch Schwächephasen. Also hier sieht man beispielsweise auch im Jahr 2013, das war ein sogenanntes Katastrophenjahr vom Gold. Da war es gut gewesen, dass noch weitere Strategien im Boot sind, weil sonst wäre das Jahr noch schlechter verlaufen, als es dann letztlich geendet ist. Ne? Man sieht auch in Seitwärtsphasen gibt es auch von Strategien. Wenn man vier hat, die gleichmäßig und immer gehandelt werden, helfen die sich gegenseitig. Und wenn man das Ganze als Portfolioeffekt mal darstellt, das sehen Sie da oben rechts, dann sehen Sie auch, dass die ganz großen Ausreißer nach oben und nach unten quasi eliminiert sind. Es wird dann ein geglätteter Portfolioeffekt, der einfach ein harmonischer Verlauf hat. Es ist immer noch kein linearer Verlauf, das wäre auch unglaubwürdig. Aber die großen, sage ich mal, Ausreißer nach oben und nach unten fallen weg. Und mit der Diversifikation, die wir haben, kommt noch ein Erfolgsfaktor dazu, dass die Gewinner größer sind, also wir haben mehr Gewinner als Verlierer und die Gewinne im Schnitt größer sind als die Verluste. Das heißt, auch mit 50% wären Sie im Grunde genommen positiv mit dem Portfolio. Mit dem Rückblick auf 2021, ich habe einfach mal die aktuellen Zahlen mitgebracht, haben wir mit diesem Portfolio 17,4% Nettorendite für das Futures-Konto erreichen können. Alle Strategien waren positiv, alle Strategien hatten über 50% Gewinner. Der Turnaround Tuesday war die profitabelste Strategie von allen gewesen, hat am meisten dazu beigetragen. Und das Interessante ist, es ist diejenige, die am wenigsten gehandelt wird. Und die Nettorendite war im durchschnittlich auf die letzten beiden Jahre 25% pro Monat. Das heißt, die Strategien, so wie wir sie haben, zeigen sich sehr robust. Und wer mag, kann das einfach auch mal Trade für Trade bei uns auf der Internetseite über die Musterdepots nachvollziehen. Also hier haben wir das langfristige Musterdepot, da stehen wir aktuell bei 51,9%. Das Musterdepot aus 2021 haben wir gerade beendet. Hier steht noch 19, weil da noch ein Abzug dazu kommt. Aber unterm Strich haben wir voll zwei erfolgreiche Jahre, die wir im Live-Betrieb mit unseren Musterdepots wirklich Trade für Trade belegen können. Und wir haben mit einem selbstverwalteten Konto angefangen, dass wir die Kunden informiert haben über E-Mail, die dann über einen Klick in die E-Mail automatisch eine Position eröffnen und schließen konnten. Das war wunderbar, das war, sage ich mal, technisch auch auf einem ganz, ganz hohen Standard. Es geht natürlich, weil WHSelf Invest als Broker dahinter ist, dass die Infrastruktur für diese Dinge da ist. Aber wir haben festgestellt, dass es für viele selbst diese 2 bis 3 Klicks in der E-Mail zu viel waren in der Woche. Also im schlechtesten Fall war es die Krankheit, aber auch Urlaub oder einfach vergessen. Dieses Portfolio, diese Diversifikation, die das Portfolio beabsichtigt, konnte damit nicht aufrechterhalten werden. Und da haben wir auch auf Wunsch der Kunden, haben wir gesagt, okay, wir sind WHSelf Invest, wir haben eine lizenzierte Vermögensverwaltung und die setzen wir hier ein als Managed Account und haben dann Anfang diesen Jahres das angeboten. Und man muss sagen, das ist eigentlich die Erfolgsstory dieses Jahres für Investui, weil seitdem wir die Rendite für unsere Kunden tatsächlich verbessern konnten, weil wir nun
zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz kaum noch selbstverwaltete Konten haben, sondern überwiegend über das verwaltete Konto gehen. In beiden Fällen, Sie brauchen keine Tools, Sie brauchen keine Plattform, Sie brauchen keine Abonnements. Das ist natürlich sehr kostensparend, weil Sie letztlich ja einfach im Grunde genommen das Konto eröffnen, dann über Ihre Einlage uns beauftragen und dann kommen dann die Ordergebühren lediglich zum Tragen. Diese Details werde ich am Freitag nochmal in unserem monatlichen Webinar erläutern und dann werden Sie auch sehen, dass selbst für das verwaltete Konto keine Zusatzkosten entstehen, sondern wir haben es gehabt, wir konnten es einsetzen und weil alles automatisch läuft, können wir auch für das verwaltete Konto auf jegliche Zusatzkosten verzichten. Also ein Mehrwert ohne Mehrkosten. Der Mehrwert steckt darin, Sie haben weniger Stress, weniger Emotionen, Ihnen wird die Entscheidung abgenommen, die maximale Diversifikation wird aufrechterhalten und immer die richtige Positionsgröße. Es ist eins der häufigsten Fehler gewesen bei den Selbstklickern, dass wenn mal von den Rhythmen her 2, 3 Trades vielleicht mal schlechter gelaufen sind, dass dann beim nächsten Trade die Positionsgröße zu stark oder zu groß war oder im umgekehrten Fall 2, 3 Super Trades, dass man dann übermütig geworden ist und dann einfach eine zu große Positionsgröße gewählt hat und damit dann auch dem Konto letztlich geschadet hat, weil da kann man ja drauf gehen, in dem Fall kommt dann sicherlich ein Verlierer. Also, wer genau wissen will, wie wir das gemacht haben, weil wir haben ordentlich überzogen und ich will Sie jetzt alle auch in Ihren Feierabend, in Wohlverdienten schicken, der kann gerne am Freitag zu meinem Webinar kommen. Da werden Sie auch noch mal sehen zum Thema Diversifikation mit Markteffekten, wie das gemacht wird. Ich kopiere Ihnen alle Informationen noch mal hier in den Chat rein. Gerade schauen. Einmal zum Thema, ups, wo ist es? Marktgedanken habe ich hier nochmal die Internetseite. Dann habe ich auch das gehört noch zu Marktgedanken, dass Sie einfach mal hier ein bisschen stöbern. Hier habe ich jetzt noch das Webinar für Freitag. Kommen Sie einfach dazu, ganz unverbindlich und schauen Sie sich an, wie wir das gemacht haben. Und hier noch ein Link zu der Demo. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dazu kommen. Dann haben wir auch ein bisschen ausgiebiger Zeit, über das Konzept zu reden, über die Ergebnisse, auch Risikokategorien, Gebühren. Das kriegen wir heute alles nicht mehr hin. Sie können mich aber natürlich auch um einen Rückruf bitten von unserer Internetseite. Das geht auch. Sie können eine E-Mail schreiben. Also wir sind von 8 bis 22 Uhr börsentäglich immer erreichbar. Melden Sie sich und dann werden wir einfach alle Fragen zu Investui beantworten. Ja, das war's von meiner Seite. Fragen haben wir im Moment keine, auch zu Investui. Michael, bist du noch da? Ich bin noch da, jawohl. Ja, da haben wir es doch ordentlich hingekriegt, eine halbe Stunde zu überziehen. Stell dir mal vor. Ja. Also. Heiße nicht Thomas Gottschalk. Ja. Also, aber vielen Dank nochmal für deine Zeit, die du dir genommen hast und so wirklich professionell uns zum Thema Diversifikation, multidimensionale Diversifikation und Markteffekt einfach mal an die Hand genommen hast und gezeigt hast, was da möglich ist. Also, ich danke dir und wünsche dir, tja, alles Gute. Möchtest du den Damen und Herren noch etwas mit auf den Weg geben? Nö, eigentlich auch von mir. Vielen Dank für die Einladung, dass ich das bei euch machen durfte. Und natürlich vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie sich den Abend Zeit genommen haben. Und ich freue mich dann auf einen zukünftigen Austausch. Wunderbar. Michael, mach's gut. An alle Teilnehmer, machen Sie es auch gut. Einen schönen Abend noch. Und ich würde mich freuen, wir sehen uns am Freitag. Und Michael, wir hören uns bestimmt nochmal im anderen Zusammenhang. Alles Gute. Alles Bis Gute, dann. Danke auch. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.